sind nur ein paar Meter zwischen deinem Haus und meinem. Mein Name ist Christoph Eschenbach und ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Singer-Songwriter aus Rottendorf, was hier gleich ums Eck zu Würzburg ist. Irgendwie hatte ich halt keine Lust, was zu covern. Und deswegen habe ich dann angefangen, selber Lieder zu schreiben. Der Weg ist schwer und liegt voll mit Stein. Gute Musik macht für mich aus, dass er ehrlich ist. Also ich achte ziemlich viel auf die Texte. Also bei meinen eigenen Liedern ist es eigentlich hauptsächlich so, dass ich ziemlich autobiografisch schreibe, würde ich sagen. Also es sind eigentlich immer Sachen, die mir passiert sind. Und dann habe ich mich umgedreht und zurückgeschaut in einem schlechten Hollywood-Streifen. Mir war es lange unangenehm und ich habe die Musik eigentlich immer nur für mich gemacht, um so selber sich so ein bisschen zu sortieren. Jetzt ist es halt so dazu gekommen, dass ich angefangen habe, mich mal auf die Bühne zu trauen. Und es ist immer noch schwierig, gerade wenn man irgendwie neue Texte auf die Bühne bringt, weil man nicht weiß, wie die Leute darauf reagieren und ob es einen interessiert oder nicht. In der Musik habe ich mehrere Vorbilder, an denen ich mich orientiere. Gesanglich ist es Annie Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks. Und es gibt so viele geniale Musiker wie Moritz Krämer, T.S. Ullmann, die die Sprache so komplett eigen für sich erfunden haben, ihre Geschichten zu erzählen. Vor allem Deutsch ist so eine Sprache, die so viele Stile erlaubt. Ja, Franken ist sehr musikalisch. Auch wenn ich jetzt so nach Nürnberg schaue, da habe ich jetzt auch neulich bei einem Open Mic mitgespielt. Und da waren auch wahnsinnig viele gute Musiker. Aber man kennt sie halt nicht, weil man so nicht direkt auf sie stößt. Stell mir tausend Fragen. Mein Lieblingslied ist eigentlich immer das, an dem ich gerade dran rumschreibe. Also das Lieblingslied ist nie fertig. Von den Liedern, die ich jetzt schon geschrieben habe, Tanzen, das ist so das, was ich immer am Ende spiele und was die meisten Leute mittlerweile kennen. Musik ist laut und du tanzt so schön, hätt ich dich nur tanzen gesehen, bin ich zu feige, obwohl es dir gefällt, wenn ich tanze, weil ich meine, dass ich's nicht kann. Bei dem Lied geht's hauptsächlich darum, dass ich mich lange nicht getraut habe zu tanzen und ich dadurch vielleicht ein bisschen Chancen oder eine Chance verpasst habe. Ich seh's in deinen Augen, wie sehr du gerade lebst. Bin ich zu feige, mich mit dir im Kreis zu drehen, bleibe alleine. Also Live-Auftritte sind gerade für die unbekannteren Musiker sehr wichtig, weil das die einzige Plattform ist, wie sie ihre Musik richtig präsentieren können. Es gibt eigentlich nichts Schöneres wie sowas. Also so Auftritte spielen vor Leuten, die auch wirklich wegen der Musik kommen und wegen der Musik bleiben. So, das ist das Beste eigentlich an einem Auftritt. Wie du lächelst, wenn du glücklich bist, in deiner Wärme, bin ich in deiner Nähe. Den hätte ich nie verdient.